Hallo und herzlich willkommen hier zu den Reef Farmers. Heute mit dem John Doe, der Andy Reeves, den Egon und die Müse. Hallo. Hallo. So, fahren wir das mal zum LU, den Drescher, würde ich sagen. Ja, ich klinge mal an, dass die da sind. Willst du hinter mir fahren, aber? Ja, reite ich von mir mit ein. Ah ja, dann müssen wir einmal so fahren jetzt hier. Jo. Rackelmann an Reves. Welcher Rackelmann? Heinrich Rackelmann. Hört. Können wir anfahren? Ja, können wir. Okay. Achtung, Zug setzt sich in Bewegung. Mahlzeit. Grüße. Wie kann ich dir denn helfen? Ja, dein Drescher kommt. Echt? Wir sind auf dem Weg. Wann? Wir fahren gerade los. Okay, dann ist ein bisschen doof gerade. Warum? Wir sind nicht bei uns daheim. Können wir den einfach hinstellen oder wie wollen wir es machen? Ja, wir sind von der Halle, ist ein Schleppkraft, das stellen wir einfach drinnen, damit ich Platz genug sein. Ja. Weiß ja nicht, ob ihr dann ihr in der Nähe seid, dass jemand vorbeikommt, wegen Schlüssel und alles. Falls noch welche Fragen sind. Ja, ansonsten habt ihr Bedienungsbuch dabei? Natürlich, liegt dann hinterm Sitz. Ja, dann müssen wir uns halt durchwenden, das ist, müssen wir anrufen fragen. Genau. Schlüssel stecken lassen, Ölmischstab, wo wie wir das haben? Guck mal, wie gut er ist auf unser Büro, das meiste auch an den Tischkasten. Gut, machen wir so. Ja, dann danke. Jo, wenn was ist, ruf an. Ciao, ciao. Okay. LU ist keiner vor Ort, wir sollen es einfach abstellen. War nicht bescheuert. Natürlich. Ja. Egon, bleiben wir unter der Brücke stehen, da ist wenigstens trocken. nee, in dem Auto nicht. Ah. Bau doch mal einen Kaffeemaschine rein. Nee, die Händler fahren doch nicht so viel. Ja, ach ja, aber was? Ich mache ja meinen Urlaub als Fahrer. Ja. Das ist, glaube ich, auch schon jedem hier aufgefallen, dass sie kaum da sind. Tja. Aber was soll's machen, ne? Ja, am Anfang musste ich ja noch rechtfertigen und jetzt heißt es ja nur, auch sind wieder nicht da. Ja, ja. Andi. Ja, haben wir weg. Ich muss erst hier rechts rein. Das fängt jetzt rein für dich. Komm mit dem Fehler sonst ich rein. Vorwärts. Gut. Dann mit dir. Oder das Schleppdach, ne? Ja. Ich würde gleich nochmal zum Andi gucken, mal gucken, was der macht heute. Gut, vorwärts erstmal. Mhm. Stopp. Hier ist noch der Zaun. Nee, ich hab. Ansonsten lädst du oben ab. Okay. Ich denke, das können wir auch mal kurz machen. Das können wir nicht auch mal kurz. Moment. André,
Ja. Ich bin erstmal weg, ne? Wer was ist? Hörst du Manni? Ja, ja. Ich frag nochmal John, ja? Bin ja da. Ja, ich guck mal, wenn ich ihn gleich mal hier kurz ungestört hab. Ja, wenn er wenn Andi weg ist. Genau. Bis denn. Aber im Moment müssen wir eh erstmal finanziell gucken. Ah, kriegen wir schon hin. Wir haben wenn das noch steht. Ja, kriegen wir schon alles hin. Genau. Also, ja. Bis dann. John, tschö. Jo, ciao. Und danke. Ja, Andi, tschö. Ciao. Da sind sogar ihre alle hier auf. Ja, fällt mir ein Schlüssel wieder. Jo, danke dir. Rechnung schreibst du? Rechnung schreibe ich. Gut. Fass Bescheid, wenn du rausschickst, dann guck ich mal ins Postfach rein und dann zahlen wir es halt gleich. So machen wir das. Yeah. Aber ich muss jetzt mal nach oben. Ich muss erstmal zur Seite fahren alles. Ich stecke den Schlüssel auch bloß schnell in den Briefkasten. Mach's gut. Jo, ciao erstmal. Danke, ciao. Jo, ciao, ciao. Oh, Andi, alles erledigt. Ich danke dir für deine Hilfe. Bitte? Die sind schon etwas nervös hier, aber wir sollen halt einfach warten. Alles gut. Wie gesagt, danke dir nochmal und wir hören, telefonieren, sehen uns. Ja, passt. Man sieht sich. Ciao, ciao. Ciao. Herr Luis, danke nochmal für den kurzzeitigen Einsatz mit. Sollte soweit passen, wenn wieder was sein sollte, einfach melden. Genau. Super, danke. Schönen Feierabend, wenn es soweit ist. Danke, ciao. Ciao. Egon, kannst du mich hören? Ja. Ja, ich konnte jetzt nicht gerade fahren, wir haben ja die ganze Straße blockiert. Wir müssen dann mal, vielleicht am nächsten Tag. Ja, fahren wir einfach mal hin oder so. Ja, genau. Gehen wir schon hin. Ja, ich werde mal bei Hanni angekommen, du. Das ist ja echt übelst hier unten. Feierabend machen, beim Hanni? Ja. Und wie hilft das mit Hanni, ne? Ich beeile mich doch schön. Ja. Was macht denn Selu da unten? Da hätten sie was sagen können. Ja, ne? Also manchmal... Aber hier, Hanni kann ich gerade sagen, unser Wegenverscheinsfahrer. Nö, Selu hat ja auch so eigentlich gekauft jetzt. Das ist ja seiner. Mal gucken, was sie daraus machen, oder? Ja, das ist gut. Aber ich verdiene dir kein Rasen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Muss nicht sein. Das ist eigentlich eher so, wo man sagen kann, an dem Tag, kann man ein kleines bisschen zeitiger Feierabend machen. Gibt genug andere Tage, wo länger machen. Ja, ne? Muss ich auch sagen, aber gut. Das ist halt so, ne? Die wissen schon, was sie machen. Hoffentlich, weiß ich nicht, mir egal. Was ist das denn? Haben die das von dem Bike gehört? Nö, im Moment nicht. Das ist relativ ruhig. Ja. Das ist doch mal ganz angenehm, ne? Ja, du machst schon wieder was mit ihm bestimmt irgendwann. Kommt ja noch, hier von der Dings, ne? Wo ist ihre Nähe und so. Mit eure Untersuchung habt ihr ja durch, ne? Ja. Der andere gibt hier doch so, ne? Wer auch immer das war, ich hab keine Ahnung. Warum? Das war ja anonym. Ja, warum? Das wissen nur die, die das angenommen haben. Ja, ob die das auch so richtig wissen, manchmal. Aber selbst wenn man hier unten ist, so ein schlechtes Wetter. Ja, aber er steht immer hier. Ich glaube, wir haben den 74 Grad mit dem Niederrasse irgendwas zu machen, ja. Ist schon da?
Ja, er spielt gerade ein. So. Ach, hier fährt's der Lu? Ja. Der andere hat's gerade festgefahren, ne? Ah, ich seh's hier. Aber ich denke, die machen jetzt auch Feierabend. Erstmal hier. Ja. Ja. Aber in dem Sinne machen wir auch Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, kommentiert fleißig, was der andere Hof so gemacht hat und schaut beide Folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.